Ich habe meinen Braunwalder von Blumenmars und Sonnenblumen sind wieder aktuell. Wie ist die Blüte aufgebaut? Ja, also eben, man sieht hier, dass die Sonnenblume sicher mal in der Mitte aus verschiedenen Einzelblüten besteht. Und auch aussen dran, das ist nachher nochmal einig, bestehen sie aus verschiedenen Einzelblüten. Und was auch ist, die Sonnenblume gehört eben zu den Korbblüten, also einfach von der Form her. Was auch bei der Sonnenblume ist, ist, dass sie eben auch durch die Farbe sicher sehr für die Anlockung von den Insekten beiträgt. Einfach sicher die grellen Farben ziehen die Insekten sicher mehr an, wie teilweise. Also eben, es ist sicher eine auffallende Blume. Und so können die Bienen auch gut zum Nektar finden. Ist das tatsächlich so, dass wir aus einer Sonnenblume hier wahrnehmen, das ist nicht eine Blüte, nein, das ist genau. Ein Blütenstand? Genau. Wo ist der Stängel so konstruiert? Das ist ja recht dick. Genau. Also eben da das Weisse, das sieht man, das ist das Mark. Das ist einfach, das sieht man eigentlich bei allen Blumen, wenn man es aufschneidet. Das ist eben dann auch, also da innen beinhaltet dann auch eben, dem sagt man Xylem und Phloem. Das ist einfach auch für die Nährstoffaufnahme zuständig. Und man sieht jetzt, der ist braun. Also das ist nicht, weil er nicht mehr gut ist oder so. Das macht man, das ist, weil der Stiel abbrennt ist. Und das muss man eben machen, dass die Sonnenblume, das tut eigentlich wie das Mark sozusagen wieder zu schweissen, dass eben der Saft, der sonst rauskommt, nicht sozusagen ins Wasser kann, weil das würde dann für die Blume nicht so gut tun. Der tut ja kombinieren mit Materialien Sträuss. Was tut genau. Er so dazu? Können wir es uns ganz schnell schauen. Eben hier sieht man zum Beispiel so etwas Spezielles, einen gestuften Strauß. Wir haben jetzt eben da schöne Sonnenblumen drin. Und dann kann man eben gut auch so kleine Sommertil dazu tun. Und was wir auch hier noch haben, sind eben, also das ist eigentlich ein Fruchtstand von Asklepia. Wir sagen denen intern auch Papsthader. Und dann haben wir hier zum Beispiel, sieht man noch Sachilea, die Schafgarde sagt man dann auch. Es ist auch beides noch ein bisschen, wo auch noch so ein bisschen einen speziellen Duft hat. Das schmeckt man auch, wenn man es so ein bisschen teilweise auch anschneidet und eben ein bisschen hergeht. Und was man dann auch noch ein bisschen, was ein bisschen speziell macht, ist dann das geflochtene Blatt. Das entsteht eben aus einem Chamanox-Blatt. Das flechten wir dann einfach daraus. Flechten. Dann hier eigentlich Teil auseinander nehmen. Und dann werden die dann so ineinander verwoben. Ist die Sonnenblume eigentlich so haltbar im Strauß? Eigentlich sehr gut, dass es eine haltbare Blume ist. Ob jetzt rund oder auch so in dieser Form gestuft. Also hat sie einem wirklich, macht sie lang Freude. Eben, was einfach immer klein ist, ist, wenn man muss schauen, wenn man neu anschneidet, dass man einfach wirklich immer anbrennt. Entweder mit einem Feuerzeug oder mit einer Kerze anzünden und den Stiel gerade drüber heben, sodass das einfach wieder anbrennt ist. Und wie lange muss man den Stiel so in die Flamme haben? Ja, also ich würde, es ist sicher immer ein gutes Zeichen, wenn es eben näher die Verfärbung gibt. Also wenn es einfach näher so ein bisschen braun wird, dann ist es sicher ein Zeichen, dass es genug ist. Beim Feuerzeug geht es ein bisschen länger und wenn man es über die offene Flamme sozusagen hebt, geht es sicher ein bisschen schneller. Oder was man manchmal ja auch sagt, ist warm einstellen, Sonnenblumen, das ist also auch eine Möglichkeit. Einfach wirklich gerade heiß, wenn man sie bekommt. Ins heisse Wasser. Ja, ins heisse Wasser stellen. Gut, herzlichen Dank. Danke auch.